Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Hallo, ihr Lieben. Oh, unsere Hochzeitsgeschichte gestern war ganz schön toll, oder? Und heute wird's ein bisschen aufregend. Denn jemand bekommt einen sehr wichtigen Brief. Die ganze Klasse von Kiki und Timo. Und zwar von Jumbari. Könnt ihr euch noch an den erinnern? Das ist das Patenkind der Klasse. Los geht's. Begeistert. Frau Hücht hat einen Brief von Jumbari bekommen. Das ist das Patenkind der Klasse. Die Gegend, in der Jumbari lebt, wurde überschwemmt und Jumbaris Dorf zerstört. Die Organisation, die die Kinder in der Gegend betreut, bittet um extra Spenden, damit die Hütten wieder aufgebaut werden können. Ich bring meine Spardose morgen mit, brüllt Frederik. Ich frag meine Oma, die gibt bestimmt noch mal was, meint Josie. Frau Hücht hebt die Hand. Sofort sind alle still. Mein Vorschlag wäre, dass ihr bei Nachbarn, Freunden und Verwandten Arbeiten erledigt und dafür eine kleine Spende bekommt. Na, was haltet ihr davon? Die Kinder finden die Idee super. Sie wollen Jumbari unbedingt helfen. In Zweierteams wollen sie in den nächsten 3 Tagen losziehen. Dafür bekommen sie kaum Hausaufgaben auf. Alle bekommen einen Brief von Frau Hücht mit, den sie den Erwachsenen, für die sie arbeiten wollen, zeigen. Timo zieht mit Niklas los. Sie putzen ein Auto, bringen einen Stapel Altpapier weg und fegen eine Ausfahrt. Abends haben sie schon 14 Euro verdient. Kiki und Jana haben Glück. Sie dürfen in der Tierpension von Janas Tante mithelfen. Sie machen Gehege sauber und füttern die Tiere und gehen mit 3 kleinen Hunden Gassi. Nach 3 Tagen haben die Kinder zusammen 328 Euro gesammelt. Frau Hücht ist begeistert und die Kinder sind ganz stolz, dass sie Jumbari helfen können. Die Vorstellung, etwas für Jumbari und sein Dorf tun zu können, begeistert die Kinder. Das gibt ihnen die Kraft und die Motivation, 3 Nachmittage zu arbeiten und alles, was sie verdienen, abzugeben. Bei den Aposteln war das genauso. Sie waren so begeistert von Jesus, dass sie überall von ihm erzählten und lange Wege auf sich nahmen und zum Teil ihren Beruf aufgaben. Sie wussten ganz genau, das lohnt sich. Und wisst ihr, was sich noch lohnt? Na, morgen wieder einzuschalten. Denn da freuen wir uns schon sehr auf euch. Und zwar ich, Emma, Paul, Rosalie und Otto.